Paul C. Martin, die Pleite, Staatsschulden, Währungskrise und Betrug am Sparer, erschienen im Jahre 1984, also vor 28 Jahren. Das Spiel ist aus. Seit es Menschen gibt, gilt der Staat als ihr höchstes Gut. Dieses Buch wird beweisen, dass der Staat aber genau das Gegenteil ist, das größte Übel. Das liegt nicht am Staat als solchem, sondern an den Menschen, die den Staat bedienen, an Kaisern und Königen, an Potentaten und Politikern, an Reichsgründern und Revoluzern, an Diktatoren und Demokraten. Alle diese Staatsführer haben immer, wenn auch in unterschiedlichem Tempo, den Staat heruntergewirtschaftet. Sie haben Schulden gemacht und dadurch erst die Wirtschaft, dann den Staat und zum Schluss zumeist auch noch sich selbst ruiniert. Die Geschichte ist ein offenes Buch. Man muss nur darin lesen. Es gibt kein noch so mächtiges Reich, das nicht eines Tages untergegangen wäre, weil es untergehen musste, weil es an den aufgehäuften Schulden eines Tages doch verreckte. Jeder Staat der Geschichte wurde eines Tages von seinen eigenen Schulden überholt. Dann war's vorbei. Diesmal kann es nicht anders sein. Nur eines ist neu. Diesmal trifft es alle Staaten gemeinsam. Und damit endlich auch alle Politiker. Kein Staat. Die Schweiz vielleicht ausgenommen, kann das entsetzliche Desaster überleben, das jetzt unausweichlich vor uns liegt. Was aus den Politikern wird, die dafür allein die Verantwortung tragen, wer weiß. Die Schicksale großer Schuldenmacher von Cäsar über Karl V. und Ludwig XVI. Bis Adolf Hitler lassen wenig Gutes erwarten. Nie sind Menschen bekanntlich gewalttätiger, als wenn man ihnen ihre Illusionen raubt. Diesmal verschwindet freilich nicht nur die Illusion, die Staatsschulden, die beim Bürger bekanntlich in gleicher Höhe Guthaben sind, würden noch verzinst und zurückgezahlt werden. Diesmal verschwindet auch die Illusion vom Staat, definiert als ein Gebilde, das durch permanentes Schuldenmachen eine bessere Welt zu schaffen in der Lage sei. Eine Welt mit Stabilität und Sicherheit, mit Wohlstand und Wachstum. Das Spiel ist aus, das Spiel vom Staat. Das getäuschte Publikum wird zunächst die Kasse belagern, um sein Eintrittsgeld zurückzukriegen. Es wird versuchen, seine Guthaben, die es beim Staat in besten Händen wähnte, zu realisieren. Doch wo ist das Gut, das sie haben wollen? Wo sind die Realien, die Sachen, lateinisch res, wenn man sie wiedersehen will? Gar nichts wird es geben, nicht einen Penny. Die Kasse ist geschlossen. Das Publikum wird die Stühle aus der Verankerung reißen und die Bühne stürmen und dann den Schauspielern, noch nennen wir sie Politiker, die Maske von den Schultern reißen. Und man wird in die Gesichter der Regierenden schauen. Menschen wird man sehen, wahrlich ungeschminkt, die nichts anderes taten, als durch den Illusionstrick mit der Schuldenmacherei den eigenen Vorteil zu suchen. Wehe dem Schauspieler, der nicht durch den Bühnenausgang verschwunden ist. Wen wird es wundern, dass der größte Schuldenmacher aller Zeiten, der amerikanische Präsident Ronald Reagan, der Mann also, der das Desaster endgültig und unabwendbar machte, genau das war, was er ist, und das er ist, was er war, ein Schauspieler. Der Mann aus Wien. Im Frühjahr 1982 begann ich mit meinen Untersuchungen über die Finanzwirtschaft der öffentlichen Hände. Dies waren zunächst nur tastende, zum Teil auch nur aphoristische Versuche. Welches Ergebnis diese Untersuchungen zeitigen sollte, war mir am Anfang völlig unklar. Weder wollte ich irgendetwas beweisen noch widerlegen. Vor allem das innerste Wesen des Staates war mir völlig unklar. Ich war ja Bürger eines Staates, lebte in einem Staat
und hatte auf staatlichen Institutionen, Schulen und Universitäten gelernt, studiert und promoviert. Ich war sogar eine ganze Zeit lang Staatsbeamter gewesen und hatte bei der Bestallung mit Aushändigung der Ernennungsurkunde einen Eid auf den Staat geleistet. Auch als Freiberufler, der ich inzwischen geworden war, hegte ich nur das übliche Misstrauen gegen die öffentliche Hand, wie Millionen anderer Bürger auch. Dass der Staat nicht effizient genug arbeitet, dass da immer wieder Geld zum Fenster hinausgeworfen wird und dass dieses dauernde Schuldenmachen irgendwie ungesund sein müsse. Wie, fragte ich mich, könne es ausgerechnet beim Staat funktionieren, was jeden Privatmann unausweichlich in den Ruin treibt, immer mehr auszugeben, als man einnimmt? Immerhin war da die geschichtliche Erfahrung. In Hunderten von historisch belegbaren Fällen hatten Staaten ihre Zahlungen eingestellt. Die damit verbundene Enteignung der Gläubiger ist eine klassische Konstante der Weltgeschichte. Wir nennen einen solchen Vorgang heute einen Crash. Einer der ersten Crashs der Geschichte ist sogar in der Bibel festgehalten. So fordert Moses im 5. Buch, 15. Kapitel schlicht: Alle 7 Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. Wenn einer seinem Nächsten etwas borgte, der soll's ihm erlassen. Dass mit dem Du ein Staatschef bzw. der Staat selbst angesprochen ist, darf vorausgesetzt werden. Moses gibt Verhaltensmaßregeln für ein Gemeinwesen und wer anders kann solche zwangsweisen Krechs verordnen, wenn nicht der Chef? Damit sich im mosaischen Krechjahr nicht jene schadlos halten, die nicht den Staat, sondern private Mitbürger als Schuldner ausgesucht hatten, werden sie enteignet. Also ein allgemeiner Schuldenschnitt. Zu der historischen Erfahrung trat in meinen Untersuchungen die Gegenwart. Noch während meine Manuskripte geschrieben wurden, brach die südamerikanische Schuldenlawine los, begleitet von nicht weniger üblen Vorgängen im Ostblock und im sonstigen sozialistischen Lager. Meine ersten beiden Bücher zum Thema öffentliche Finanzen formulierten bereits den Verdacht, dass es womöglich nicht an der Tatsache liegen müsse, dass irgendwelche Staaten schlecht regiert seien, wenn sie Pleite machten, sondern dass es das Phänomen Staat selbst ist, das immer wieder und unaufhaltsam seinem Ende zustrebt. Da ein allumfassender Staatsbankrott, der dann auch noch die gut regierten Industriestaaten einreißen müsste, für jeden von uns unvorstellbare Konsequenzen beinhaltet, begann ich Seminare abzuhalten, um das Problem zu diskutieren und die absolut ahnungslosen, da immer noch auf den Staat vertrauenden Mitmenschen zu warnen. Zu einem dieser Seminare reiste aus Wien auch der Diplom-Ingenieur Walter Lüftel an, der aus seiner Skepsis gegenüber meiner Meinung keinerlei Hehl machte. Alles Blödsinn, was Sie uns da erzählen. Wie kann ein Staat Pleite machen? Lüftels Skepsis war verständlich. Ich treffe sie täglich an, wenn ich das nahende Ende aller Staatlichkeit verkünde. Die Menschen wollen es einfach nicht wahrhaben, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Doch Walter Lüftel, der als langjähriger gerichtlich beeideter Sachverständiger für Bauwesen arbeitet, ist ein absolut unbestechlicher Charakter. Und so begann er das Problem zu formalisieren. Aus den Vermutungen, die ich hegte, aus den Extrapolationen zu den Problemen der Staatsverschuldung, die ich angefertigt hatte, machte er den Beweis. Auf den ersten Blick mag es lächerlich erscheinen, dass ein absolut fachfremder Experte, ein Ingenieur, mit einem einzigen genialen Streich die gesamten Wirtschaftswissenschaften aushebelt.
Immerhin gibt es auf der Welt Zehntausende von Volkswirtschaftsprofessoren, die sich Tag ein, Tag aus mit den Problemen herumschlagen, die uns plagen. Die Arbeitslosigkeit, die Inflation, das sinkende Wachstum, die erratischen Kursschwankungen auf den Devisenmärkten und so fort. Wie Sie aber in Ihrem Buch erkennen werden, handelt es sich bei diesen vielen Superhirnen in Wahrheit um nichts anderes als armselige Fachidioten, die das alleinige Grundproblem der Weltwirtschaft und damit die einzige Tatsache für alles, was geschehen ist und was jetzt noch geschehen muss, nicht gesehen haben, den Staat. Der gesamte Formelkram, mit dem sich die Wirtschaftswissenschaftler großtun, ist nichts als Schrott. Damit ist überhaupt nichts zu erklären und die an den Universitäten betriebene Ursachenforschung für die immer drängender werdenden wirtschaftlichen Weltprobleme ist nichts als vertane Zeit. Die derzeit zu beobachtende rattenhafte Geschwätzigkeit zur Lösung irgendwelcher Probleme, die aus den Bereichen Wirtschaft und Finanzen jetzt immer brutaler über die Menschen hereinbrechen, die Konferenzen, die Tagungen, die Sachverständigenberichte, alles umsonst. Für alles gibt es nur eine Erklärung, die Staatsverschuldung. Für alle Probleme hätte es daher auch nur eine Lösung gegeben, die Beendigung der Staatsverschuldung. Weil sich die Staatsverschuldung jetzt aber weltweit verselbstständigt hat, weil es kein politisch akzeptables Mittel mehr gibt, um die Staatsverschuldung noch einmal in den Griff zu kriegen, treibt die Welt dahin, mit immer schnellerem Tempo auf das Ende zu, auf den Crash. Erst der Crash wird die Ursache der alle Menschen herunterreißenden Katastrophe in ihrer brutalen, vollen Scheußlichkeit enthüllen, den Staat.